glaube daran, dass Technik unser Leben tatsächlich besser machen kann. Ich weiß aber, dass sie es nicht automatisch tun wird. Wir müssen uns schon dafür einsetzen und wir müssen uns genau überlegen und definieren als Gesellschaft, in welche Bereiche wir Technik lassen wollen und was für eine Technik das sein kann, wie sie ausgestaltet werden muss, damit wir diejenigen sind, die an den Hebel sitzen und nicht zu den Daten setzen werden, die automatisiert verarbeitet werden nach Regeln, die wir gar nicht demokratisch abgestimmt haben. Das gilt sowohl für Staat als auch für die Wirtschaft. Ich glaube, das Netz ist mehr als nur eine digitale Shopping-Mall. Ich glaube, das Netz ist tatsächlich die größte Chance der Menschheit seit, weiß ich nicht, 200, 300 Jahren, um wirklich eine umfassende Umwälzung der bestehenden Verhältnisse zu erreichen. Mitbestimmung, Teilhabe, Demokratie, Wissen, das ist alles der Traum der Menschheit und nur einen Klick entfernt. Ich glaube, wir müssen tief in uns selbst gehen und uns fragen, wie wir uns die Welt in 20, 30, 50 oder 100 Jahren vorstellen wollen. Was für eine Welt wollen wir unseren Kindern hinterlassen? Und wie müssen wir den technischen Wandel gestalten, damit wir diejenigen sind, die ihn gestalten und nicht gestaltet werden? Denn wir sind mehr, als man in Zahlen ausdrücken kann. Die Grundwerte des Netzes sind für mich Freiheit, Gleichheit und Gemeinschaft. Denn im Netz ist es erst einmal egal, welche Hautfarbe ich habe, egal wie hoch mein Einkommen ist, egal ob ich studiert habe oder eine Ausbildung gemacht habe oder vielleicht auch gar keine Ausbildung gemacht habe. Im Netz ist jeder gleich, solange man Zugang hat. Hat jeder den gleichen Zugang zu Informationen. Jeder kann so viel Wissen abrufen, wie früher in Dutzenden Universitätsbibliotheken auf einmal standen. Und das ist die große Chance vom Internet, dass jeder mitmachen kann, dass jeder mitdiskutieren kann, dass jeder Zugang zu Informationen hat, was früher nur einigen Privilegierten vorbehalten war. Und dieser Glaube, der daraus resultiert, ist, denke ich, ein ganz alter Traum der Gesellschaft. Das ist der Glaube an eine bessere Welt. Das ist der Glaube daran, dass wir miteinander etwas schaffen können, das größer ist als die Summe seiner Teile. Denn wenn wir uns das Netz angucken, dann ist es erst einmal eine dezentrale Struktur. Ich bin genauso ein Knotenpunkt wie vielleicht ein großer Google-Server, aber ich bin Teil dieses Netzwerkes. Und dadurch, dass wir alle daran teilnehmen, schaffen wir ein riesiges Nervennetzwerk, was irgendwo eine Art externes Gehirn für unsere Gesellschaft ist und uns ermöglicht, abseits der normalen Restriktionen unserer Welt ganz anders miteinander umzugehen, auf Augenhöhe. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Auch das verändert alles möglich. Das verändert, wie wir miteinander umgehen. Ich bin einen Klick entfernt von meiner Familie in Polen. Ich kann im Homeoffice arbeiten und mich zeitgleich um Familie kümmern. Ich kann im Jogginganzug vor dem Rechner sitzen und einem Abgeordneten eine Frage auf Abgeordnetenwort stellen und ich kann darauf pochen, dass ich eine Antwort bekomme. Und das ist, glaube ich, die Neuerung an Politik, dass sie nicht mehr so weit entfernt ist, dass wir nicht nur als Menschen näher zueinander rücken, sondern dass auch die Hürde zwischen Politik und Menschen und auch zwischen Wirtschaft und Menschen vielleicht kleiner wird. Für mich persönlich ist es eine Sünde, den Menschen nur als Datensatz zu betrachten und nicht als menschliches Wesen. Wir leben in einer Zeit, in der wir immer mehr digitale Spuren hinterlassen und Unternehmen, aber auch der Staat gehen immer mehr dazu über, unseren digitalen Schatten ernster zu nehmen als uns selbst. Wir werden danach bewertet, in was für Risikogruppen wir fallen und mit welcher Wahrscheinlichkeit wir vielleicht eines Tages zum politischen Widerstand tendieren. Und das sind alles Dinge, die für mich gegen die Menschenwürde verstoßen und für mich dahingehend eine Sünde sind, weil ich daran glaube, dass wir selbstbestimmte Wesen sind, weil ich daran glaube, dass jeder Mensch eine Chance und eine freie Wahl haben muss. Und indem wir denken, dass unser Datenschatten oder Datensätze mehr über uns verraten, als wir selbst über uns verraten, sprechen wir den freien Willen den Menschen ab. Beziehungsweise gehen davon aus, dass...